Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von German Junior TV. Sie steht neben mir, ich habe sie nach ihrem Spiel ein wenig in Ruhe gelassen, weil sie doch sichtlich enttäuscht vorhin den Court leider verlassen musste. Neben mir steht zurzeit die beste Jugendspielerin im deutschen Badminton, Luise Eim. Luise, erstmal herzlich willkommen hier und hast du deine Trauer ein bisschen in den Griff bekommen? Ja klar, also ich war schon echt enttäuscht nach dem Spiel, ist halt erste Runde raus. Aber ich denke, meine Gegnerin war auch wirklich gut. Ich hatte in der Auslosung wirklich Pech. Aber ich denke, ich bin jetzt langsam mit meiner Leistung zufrieden. Also ich konnte das Spiel so ein wenig beobachten. Der erste Satz war unglaublich intensiv. Es sah sehr anstrengend aus von außen. Und im zweiten, da hast du dann auf einmal ganz befreit aufgespielt und sie relativ locker geschlagen. Was hast du mit deinen Coaches nach dem ersten Satz geändert? Das ist im zweiten Jahr, der war zu 9. Da lief es ja richtig, richtig gut. Ja, wir haben nochmal Tempo angezogen und sie ist dann auch ein bisschen verzweifelt im zweiten Satz nach 11. Also ich sag mal, bis 11 hat sie wirklich probiert, Punkte zu machen und ich habe wirklich gut gespielt. Und dann hat sie so ein bisschen laufen lassen am Ende. Aber ich denke, sie wusste halt auch im zweiten Satz nicht so weiter. Ne? Aber dann zum dritten Satz hat sie nochmal alles probiert und dann wurde es auch wirklich echt schwer. Genau, der dritte Satz geprägt durch viele Höhen und Tiefen. Mal warst du 3 vor, dann hat sie wieder 5 Punkte vorgemacht. Was fehlte dann am Ende? Fehlte dann das Quäntchen Glück, das Quäntchen Kondition? Was fehlt am Ende? Ja, Kondition nicht. Glück, ja, wenn ich noch ein bisschen Glück gehabt hätte, wäre es sicher auch gut gewesen. Aber ich lag halt 19-18 vorne und dann wurde ich halt auch nervös, um ehrlich zu sein. Ich hätte halt schon irgendein Special noch gebraucht, denke ich, um irgendwas Überraschendes, aber ich denke, sie hat es auch gut gemacht. Ich habe probiert, die Initiative zu erreichen und habe auch selbst angegriffen, aber es hat halt, habe dann 2 leichte Fehler gemacht und dann war es aus. Wenn du das Turnier jetzt mit so ein bisschen Abstand eventuell nochmal bewerten würdest, 2-mal jetzt ganz unglücklich in der ersten Runde gescheitert, was nimmst du vielleicht trotzdem mit, um in den kommenden Wochen beim Training nochmal irgendwie so ein bisschen Gas geben zu können? Ja, also im Einzel nehme ich auf jeden Fall ziemlich viel mit, weil wir haben ja auch in 2 Wochen EM, wo wir auch hinfahren. Das ist jetzt zur Vorbereitung. Ich denke, dass ich mich nicht so arg davon beeinflussen sollte, dass es erste Runde war. Weil ich denke, es war eine schwere erste Runde. Es hätte auch mit einer anderen Auslosung weiterkommen können. Aber also ich habe mit meinem Trainer auf jeden Fall ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir verbessern wollen. Und dann bin ich zur EM fit, denke ich. Dann lass uns doch nach dem Traurigen auch mal über was ganz Erfolgreiches sprechen. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist in diesem Jahr U19 deutsche Meisterin geworden gegen ja, eine Erzrivalin Yvonne Lee. Auf der deutschen Meisterschaft der Erwachsenen konntest du auch noch mal gewinnen. Inwiefern bringt dich das im Erwachsenenbereich jetzt dann noch weiter, auch solche Spiele hier zu haben eventuell? Ja, auf jeden Fall viel. Ich finde sowieso, gegen Asiaten zu spielen, die spielen hohes Tempo und haben noch mal eine ganz andere Spielmentalität wie die Europäer. Und es bringt einen schon weiter, auf jeden Fall. Ja. Gut, Luise, dann vielen Dank, dass du dich trotzdem nochmal unseren Fragen gestellt hast. Wir drücken Luise jetzt die Daumen. 2 Wochen, hat sie gesagt, sind die Europameisterschaften. Ja, da werden wir das verfolgen oder unsere Zuschauer werden das verfolgen. Und dann wünschen wir dir jetzt noch, bleibst du jetzt noch hier? Ja, also ich bleib noch bis Samstag. Muss ja die anderen unterstützen, ne? Das sind doch lobende Worte und eine faire Verliererin. Und ja, vielleicht kann sie doch den einen oder anderen noch nach vorne peitschen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.